Glück, du lebst noch! Du lebst noch! Let's go. Morgen, Jungs. Peace. Neue Runde SCP Containment Breach. Wir spielen nochmal die User Map von Alex B. So, Load Map. Genau. Map Alex. Aber die Map ist echt der Hammer. Ja, starten wir mal. Die hat mich richtig fertig gemacht. Aber zuerst kam ja SCP 073. Oder? Dann kam nochmal der Smoke, was eigentlich voll lächerlich ist. Sind wegen dem Smoke erschrocken. Any key? Und da war mein Puls auf 180. Und dann kam irgendwie nochmal SCP 173. Also geht's nochmal in die Mitte, oder? Mitte entlang. Ja? In die Dark Zone. Nennen wir das so die Dark Zone? Oder die Danger Zone? Spürst du jetzt nicht mehr oder was? Wie du das nennst, ist mir vollkommen egal. Einmal rechts. Bitte rechts fahren. You hear it? Da kommt gleich wieder einer. Und zwar wann hinten? Du hast was für ein Geräusch. Keine Ahnung, du hast das klang wie SCP 106, aber dann kennen wir jetzt diese Musik. Nein, ich hab's verkackt! Ey! Überlebst du? Alter! Oh, verkackt. Jetzt hast du's verkackt. Sollen wir uns ein Virus holen? Du hast keine. Kommst mit der Karte nicht rein. Jetzt habe ich verkackt, Junge. Ordentlich ausgeschissen. Okay, also nicht reift's. Diesmal nicht reift's. Spiel nochmal. New. Okay. Load. Fert. Mach Load mit. Met. Met soll ich warten? Met. Met. Hack. Cool, wieder bei dem Hack-Song werden. Das ist cool. Ja. In meiner Klasse gehen die auch ab mit. Aus Hacke Peter wird Kack später. Ich hab eine Hackfresse. Weil ich gerne Hack esse. Ja, so ähnlich. Irgend sowas. Der Text stimmt schon, aber es ist falsch betont. Ich find's scheiße. Ich hab eine Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Ich verstehe nicht den Humor hinter diesem Video. Entschuldigen Sie, Amisichi Raftichi. Also, tut mir leid, wenn ich glotze. Schöne Königsberger Klopse. Wo lang? Ey, so, was geht? Links, haben Sie Hacksteak? Keine Ahnung, jetzt bist du wieder da lang, wo du am Anfang lang bist. Du sollst mal in die Mitte, aber diesmal nicht nach rechts. Hey, war da ne? Sondern nach links. Oder geradeaus. Da lang. Ja, ja. In die Danger Zone. Please. Jetzt links. Ne, da bin ich doch. Jetzt nee, links. Normalerweise genau. Müsste jetzt da Sackgasse kommen. Weil sonst auf der Seite. Oder? Oh. Das läuft jetzt parallel zu dem Weg, den du beim ersten Mal gelaufen bist. Oh. Skunda! Aber nicht aus dem Boden, sondern aus der Tür. Kein Stamina mehr! Ja. Ja. Verkackt, Junge! Gut, jetzt den mittleren Weg. Ja, aber wenn in dem weißen Raum kannst du den noch. Verkackt.
Also du hast Glück, du kommst jetzt vorbei. Kommst du vorbei? Alter, das war jetzt Lack. Komm nicht vorbei. Wirkliche Möglichkeiten gibt's nicht. Geht nicht. Wir können da runtergehen. Wie, du willst runtergehen? Da runter? Achso, kann ich da auch machen? Wow! Hä? Ja. Ja, gehen wir doch geradeaus. Geradeaus muss ich gehen. Geradeaus. So. Hätte ich jetzt auch gesagt. New Game. Pferd. Alex. My Fist Map. Start. So. Also wir gehen den dritten. Ja. Und zwar mittleren Weg. Von der anfangs rechten Abzweigung. Mhm. Voll kompliziert schon. Nee, von der mittleren. Die rechte bin ich gelaufen. Dann in die mittlere Rahmen bin ich in der mittleren gestorben. Jetzt erkundigst du den Rest von der mittleren. Stimmt. Aber es ist ganz gut, wenn wir diese User-Maps spielen. Die kann man sich, oder zumindest die kann man sich relativ gut einprägen. Ja. Oh, da ist. Oh Mann, ey. Wobei es dann halt weniger Überraschungseffekt gibt. So. Ja, aber. So, dass du sagst, oh Scheiße, da komme ich zu Terror. Außer jetzt, weil wir eben in die Räume gehen, die wir bis jetzt noch nicht kennen. Aber wenn es da wieder eine Sackgasse kommt, wir den ganzen Weg laufen, wie du beim ersten Mal gegangen bist, dann kennen wir schon alles. Dann gibt es höchstens leichte Variationen in dem Spawnpoint von SCP-173 geben. Wow, der bringt mich jetzt um. Der kommt, der kommt, der kommt! Wow! Also ich werde es wahrscheinlich. Oh Mann! Ich werde es instinktiv in den Aufzug geflüchtet und da hätte er mich dann auch gekriegt. Das weiß ich genau, ich werde jetzt in den Aufzug gelaufen. Ach, wir sind in der. Die wurde geändert, oder? Da ist ein Dokument. What is this? Ticket. Das ist voll kaputt, guck dir das mal an. Nimm mir das Dokument. Ja, es hat sich in eine Keycard verwandelt. Ach, das da. Burnt note. Ich hab gedacht, es hat sich in eine Keycard verwandelt. Maynard 6828. Aber das sagen die doch auch in dem Radio, oder? Sicher? Oder sagen die den von Dr. Harp im Radio? Wow! Ja. Sind wir jetzt draußen? Das ist Pocket Dimension. Was für ein kranker Scheiß, Junge. Komm, wir spielen das Spiel jetzt so weiter. Ja, klar. Da kommen keine SCPs mehr wahrscheinlich. Hoffe ich. Oder? Ja, wir haben keine Keycard. Und mit der 1 Karte kommen wir zumindest da nicht raus. Wir sind gefangen. Oh Mann. Wo? Ja, und was macht er jetzt? Ja, und wer vor allem. Zieht er uns die Bock der Menschen oder was? Vor allem kann ich wegrennen. Ich hab schon ein bisschen Angst, auch wenn das wahrscheinlich nichts macht. Der schaut irgendwie schlimmer aus. Der schaut voll. Oi. Voll glossy. Und jetzt? Was nun? Jetzt bist du eine Pocket Dimension. Oh ne, jetzt bist du, wenn du eine Pocket Dimension stirbst, dann stirbst du wirklich. Cool. Neue Scheinbar. Erkenntnis. Body partially decomposed. Corrosion Effekt. Okay. Wirklich nochmal? Wenn du keinen Bock mehr hast, dann halt nicht. Sag du. Okay. Ich will nochmal. Ups. Das ging jetzt völlig daneben. Lone. So, den Weg haben wir noch nicht probiert. Aber wir wollten dann den Aufzug, aber der hat mich gefunden. Ja, genau.
Was macht man, wenn der aus der Decke kommt? Kann man nichts machen. Das ist ja ein lineares Ding. Ja, er verfolgt sich halt dann. Aufzug schaffe ich nicht. Ja, wenn er in derselben Stelle wieder auftaucht. Wird er wohl. Da kommt drauf an, was für eine Probability der Alex angestellt hat. Wahrscheinlich 100. 1000! Kommt in 100 von 10 Fällen. Raus, gerade aus. Es beruhigt mich ein bisschen, dass am Anfang, dass ich weiß, dass da nichts kommt gleich. Jetzt musst du da gucken. Ja, da kommt er nie und beim anderen kommt er wahrscheinlich immer. Ja, das, ich glaube, da kommt jemand da in dem Raum, oder er kann in dem Raum kommen, wo oben die Kamera ist. Wobei jetzt aufgepasst habe, ob in dem Raum eine Kamera war. Aber da kann man eben bei mir, bei dem Walkthrough mal. Da kommt er immer. Und jetzt kommt er aus dem Boden. Und oh. Da du musst wieder zurückgehen. Um ihn abzuhängen. Weil durch den Aufzug bringt nichts, weil der durch Wände und so weiter kann. Ja, außer hier, hier kannst du ihn abhängen. Da ist er? Achso, klar, geht's zum Anfangsbaum. Bleib mal stehen. Wenn er jetzt kommt, dann lass einfach bei und rennst zum Aufzug. Wenn du schnell genug bist, passt das. Hoffen wir, dass SCP-173 nicht kommt. Der kommt nicht. Hey Junge, beeil dich doch mal. Ja, lauf vorbei. Nee, jetzt ist zu spät. Wie soll ich das machen? Dadurch oder was? Nee, ich lock ihn noch so ein bisschen links. Oder geht er durch? Mach die Tür noch zu, vielleicht bringt es doch was. Kommt schon gleich 173. Das ist immer, wenn wir alle Türen offen lassen, dann kommt. Mach's halt zu. Ich versuch's immer im Laufen, ich krieg's nicht. Das Timing ist nicht richtig. Du sagst, ich schaffe mir die Türen offen lassen, aber. Oh Mann, der verfolgt uns immer noch. Aber wir fahren. Ja, der kommt dann von oben runter. Aber er spawnt zumindest nicht da oben. Aber der kann jetzt von überall kommen eigentlich. Ne? Was ist das? Was ist das? Das ist normal. Das ist nicht normal, Junge. Oh, der ist irgendwo. Der kommt von irgendwo, der ist ganz in der Nähe. Einfach fahren? Achso, geht nicht. Würde schlecht hier. Mausbug! Oh, kommt der. Ist er nicht da? Der kommt von links irgendwo, schlägt der genau durch die Wand. Ja, bring dich um. Oh mein Gott. Du hast ihn schon schnaufen, Alter. Da ist er. Und der andere. Boah, der andere hat mich gekillt, oder? Sicher? Weiß nicht, vielleicht wenn wir jetzt hier anhand der. Nee, ist in der programmiert. Ah ja, okay. Ich hab's auch gehört, aber. Junge. Ich glaube, der war noch woanders. Jetzt gehen wir noch nicht, wo das Paper liegt. Das ist wieder dieses Document. Das Document ist, da fällt mir runter. Wir gehen am besten weg. 6862 war es, ne? Aber wir hatten ja bisher immer 2 Codes. Der andere war was mit 5, oder? Wo haben wir dann den von Dr. Hart, den Code? Keine Ahnung. Internet? Und das wow! Jetzt sind wir wieder in dem Scheiß da. Das sind Zombies, Junge! Oder? Das ist wie immer Zombies. Ich glaube, wenn wir Zombies sind, müssen wir langsamer. Du kannst ja nicht rennen. Nee, wir sind jetzt wieder normal eigentlich. Aber wir kommen hier nicht raus. Mit der Level 1 Karte. Außer da liegt eine Karte. Okay. In diesem Control Room. Wir containen den mal. Ja, schau mal in diesen Control Room. Da, das ist doch nicht richtig, oder? Das ist ja, die Pocket Dimension. Ja, ist doch wurscht. Von hier komme ich auf jeden Fall raus. Da ist eine Level 3 Karte, mit der komme ich raus. Tatsächlich. Contain den mal, ja. Okay. Da ist auch die Pocket Dimension. Okay. Wie geht es jetzt wieder? Sound Transmission. On. Ja. I just want to leave. Den. Please. Viel Ruhe breaken. I just want to leave. Sorry. Das wird auch bestimmt nicht wehtun. Ja. Die Schreie sind völlig unbegründet. Kommt er? Nee. Das ist nur Profen, dann wird er schon. Oder was ist das? Manual Boot? Ja, das musst du dann natürlich aufmachen. Nee, das musst du vorher aufmachen. Jetzt hast du es verkackt. Ich glaube, du musst den ganz am Anfang
aufmachen und dann, wenn er kommt, musst du anmachen. Jetzt kommt er zu dir. Dann kommst du zu dir, ja, dreh dich mal um. Mann, sag's doch gerade eben noch. Es bringt eh nichts wegzurennen, aber ich mach's mal. Ja, gut, rennst du weg. Ich schloss aber einen Taucheranzug an, hätte. Geht nicht, bist du langsam. Oh mein Gott. Was ist das denn? Was ist was? Hey, das ist doch nicht normal, dass da runtergeht, oder? Das ist normal. Hey, war das abhängig? Ja, Arm abhängig. Hey, sind die Augen aber noch? Oh, oh, oh. Und dort. Hey! Ich hab keinen Bock mehr. Nee. Versuchen jetzt da nicht wieder. Ja, wir kommen irgendwie nicht weiter, wenn wir diesen Weg da gehen. Ja, der linke war das immer am weitesten gekommen vorhin, ne? Ja. Wo ich den linken genommen habe. Aber ich will trotzdem wissen, was da am Ende ist. Hey, der verfolgt mich doch schon wieder, oder? Jetzt gibt gar keine Seite mehr. Ne? Ja, geh einfach durch. Irgendwann fällt man immer runter und dann ist man. Ich glaube, es ist Absicht, weil ich bei dem Gang. Du bist genau in den Gang gelaufen. Also genau über diesen Catwalk da gelaufen. Schöne. Aber jetzt sind wir wieder. So kacke. Wir sind immer noch in der Pocket Dimension. Aber Schluss für heute. Machen wir weiter. Okay. Wenn es dich so interessiert. Ah, er kann da auch auftauchen. Ein bisschen. Ja, du hast nichts, ne? Ne. Aber jetzt kannst du ja zumindest wieder rausgehen. Stimmt, jetzt können wir wie so ein besoffen durch das ganze Haus laufen. Wenn es 473 kommt, dann haben wir halt verkackt. Oh, wir kommen gar nicht selber hoch. Ja, bringt nichts mehr aus. Gut, Junge. Bringt alles nichts. Gute Map, aber wenn man in die Pocket Dimension kommt, dann ist es kacke. Ja, ist es liegt jetzt an der Map oder? Ja. Weil die überlagert. Aber wir sind jetzt auch leicht aus der Pocket Dimension. Ja, weißt du, dass da lang liegt? Ich denke schon, dass es überlagert mit anderen Räumen. Aber wenn man ab jetzt so leicht aus der Pocket Dimension rauskommt, wäre es geil. Du meinst, dass man das schaffen kann jetzt? Ja. Dass es kein Bug ist. Ich denke aber, es ist ein Bug. Könnte aber echt damit zusammenhängen, dass es sich eben überlagert, wie du gesagt hast. Was hatten wir in unserer ersten Map auch. Aber stimmt, dieses, wo man auf der Brücke plötzlich rauskommt, das sah schon relativ so gewollt aus halt, ne? Mhm. Hm. Okay, ist eins ein Bug und das andere ist so gewollt. Wird sich spätestens dann herausstellen, wenn wir wieder eine normale App spielen und das dann wieder passiert. Lassen wir uns dann in die Pocket Dimension hauen. Nee, halt, wenn es passiert, dann passiert es halt, aber ich würde es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Gut. Das wäre schwachsinnig. Na gut. Announcement wollen wir noch machen. Ach ja, genau. Sehr gut, dass du sagst. Und zwar, subscribe mal unser Video und teilt es mit euren Freunden, dass die uns auch subscriben. Und auf jeden Fall, wenn wir 100 Subscriber haben, dann gibt es einen Livestream. Das wollten wir mal ankündigen. Mit Gastauftritt von. Mit allen. Mit allen, ja. Ihr könnt dann live dabei sein. Ihr könnt uns. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie viele Leute wir dann jetzt endlich mit reinbekommen. Wenn es überschaubar bleibt, dann machen wir das mit Voice Chat. Und ansonsten. Ja, läuft es halt nebenbei per Text Chat. Und dann könnt ihr dann irgendwas schreiben, so macht mal das und das. Nehmen wir den Virus. Ja, oder Fragen stellen oder wir stellen Fragen an euch, die ihr dann on the fly beantworten könnt. Also ich denke, es wird auf jeden Fall lustig. Ja, denke ich auch. Aber wir wollen auf jeden Fall noch ein paar mehr Subscriber dafür haben, dass wir auch mehr Leute an diesen Termin binden können. Also wollen wir exakt 100, oder? Ich sag mal, dass wir das ab 100 Subscriber machen, dass wir dann vielleicht davon so 10 wäre schon geil. Das wäre ein guter Anlass, die 100.
Fünf Zuschauer für den Last Stream möchte ich auf jeden Fall haben. Und 10 wäre schon sehr geil. Mit 10 wäre ich echt zufrieden. Also, Subscribe-Feste, Like-Feste. Haut rein. Und dann, je schneller ihr seid, desto eher kommt der Livestream. Bis dann. Ciao.